Im Namen vom Rennverein Meierfeld Bad Ragaz heiße Sie natürlich auch hier auf dem Rossried recht herzlich willkommen. Wir sind so dankbar, dass ihr auch dieses Jahr wieder unseren Anlass unterstützen. Ich habe es schon mehr gesagt und sage es jetzt wieder. Ihr seid das treueste und das beste Publikum, das wir haben können. Danke. Der Nummer 1 ist das Casara und Zoe Wiesmann. Mit der Nummer 2 Avalon Valerie Ann mit Rosemach. Dann die Nummer 3, das ist Duke mit Alessia Spring. Die Nummer 4 Valtera mit Can von Balmus. Die Nummer 5 ist Hercules mit Ladina Berrito. Die Nummer 6 dann Aaron mit Sally Langhardt. Die Nummer 7 Penny Lane mit Amelie Bossi. Die Nummer 8 Sahira mit Vanessa Birrer. Die Nummer 9 Sir Donder mit Nadine Frey. Die Nummer 10 trägt Rocksteady Teddy mit Alma Bechtold. Und die Nummer 11 ist Lacey mit Ardis Müller. Und das ist der Start zum zweiten Rennen. Da hat sich die Nummer 10 Rocksteady Teddy massiv versäumt. Auch Sir Donder und Lacey sind noch im hintersten Teil des Feldes, das angeführt wird von Valtera und Avalon Valerie Ann. Casara mit Lacey. Lacey kommt, aber Casara wehrt sich. Und Lacey bricht nach außen weg, aber ist trotzdem an der Spitze. Was für eine reiterliche Leistung von Ardis. Unglaublich. Ja, wir kommen zur Siegerehrung im Preis von der Firma Galixus AG. Die wird vorgenommen vom Inhaber von Köbi Broger. Die kleinsten Ponygalopprallsen mit 11 sind da am Start gewesen. Auf dem dritten Platz haben wir den Can von Balmos mit der Vutera. Auf dem zweiten Platz Zoe Wiesmann mit der Casara. Und gewonnen hat das Rennen. Wir versuchen zu sagen, einmal mehr. Ardis Müller und Lacey. Und alle wieder draußen, das ist der Start zum ersten Rennen. Preis der Allianz Swiss Generalagentur Thomas M. Bergamin in Chur. Das Feld formiert sich, Lonessa übernimmt die Spitze, innen begleitet von Gridelope, der jetzt den Kopf in Front steckt. Lonessa an zweiter Position, eine Lücke bis zu Rosette Lisi. Das sind sehr, sehr viele Längen zwischen den beiden. Vorne erste von zwei Tribünenpassagen mit Gridelope und Nadia Kessler. Die führt hier das Feld an und ist weit voraus. Eine Runde vor Schluss. Lonessa an zweiter Position. Ganz außen Fleur d'Ipanema. In der Mitte der Bahn ist Lonessa zur Stelle und Ganador sucht sich den Weg außen in grün. Vorne ist jetzt Fleur d'Ipanema. Fleur d'Ipanema geht in Front. Fleur d'Ipanema gibt es einen Engadiner-Sieg. Außen kommt Ganador. Aber Fleur d'Ipanema oder Prado. Fleur d'Ipanema gewinnt hier. Mit Ganador und Prado. Prado auf dem zweiten, Ganador auf dem dritten. Preis von der Allianz Suisse Generalagentur Thomas M. Bergamin Chur. Meine Damen und Herren, die 6-jährige Stute ist auf der Einlaufgerade. Der Vorzogen natürlich perfekt unterstützt von ihr, von der Naomi Heller. Und da ist Fleur d'Ipanema. Das Startfahrzeug setzt sich in Bewegung. Und das ist der Start zum zweiten Rennenpreis des Casino Bad Ragaz. Da übernimmt die Nummer 4 Pipilocet die Spitze. Die beiden Pferde des Stalles Bracher führen das Rennen an. Pipilocet innen, außen verliert etwas Boden. Die Nummer 5 Dulce Decorum, der Rückkehrer und der Favorit Cheval UNG, trabt an letzter Position hinter Diline du Soleil, einer weiteren Mitfavoritin, und der Nummer 6 Trust Me Be. Vorne kontrolliert das Stallpaar Bracher das Rennen. Das ist innen Pipilocet, außen Dulce Decor. Und dann folgt innen mit der Nummer 1 Classic Chrono, außen begleitet von Verso Kin, der jetzt Druck macht und Dulce Decorum übernimmt die Spitze. Innen ist es Dulce Decorum und außen versucht Cheval UNG jetzt anzugreifen, aber Diline du Soleil ist vorne, Diline du Soleil. Cheval UNG kommt außen, Cheval UNG wird schneller, aber innen ist es Dulce Decorum oder außen Cheval UNG. Cheval UNG kommt und Cheval UNG vermutlich noch auf dem Zielstrich. Preis vom Casino Bad Ragaz. Ja, der Favorit hat da ein ganz aufwendiges Rennen gehabt. Alles aussen rum müssen. Am Schluss lang es gerade auf den Punkt, auf den Zielpfosten. Da hat die Nase vorne. Und jetzt stehen da als Sieger Loris Ferro und Joel UNG.
Die Pferde kommen ja insgesamt dreimal bei der Tribüne vorbei. Vardak übernimmt die Spitze, der Schimmel mit Dennis Schirgen, ein weiterer Schimmel außen mit Tim Bürgin, das ist Zambeso. Das Feld kommt wieder aus dem Jeninser Bogen auf die zweite von drei Tribünenpassagen mit Vardak, Zambeso, Nimrod. Im Moment keine Positionsveränderungen. Le Colonel innen an fünfter Position. Außen rückt jetzt Parthenius an die Seite seines neuen Trainingsgefährten Qatar Diamond. Und eine Runde vor Schluss, alles noch dicht zusammen. Zambeso geht auf und davon. Zambeso mit Vardak, der ist bemüht, den Abstand nicht zu groß werden zu lassen, aber Zambeso ist zwei, drei Längen voraus. Vardak ist geschlagen, Parthenius wird immer schneller, vorne ist Zambeso, aber Parthenius kommt. Zambeso oder Parthenius, Zambeso ist vorne, aber Parthenius kämpft. Zambeso oder Parthenius, Zambeso mit Tim Bürgin gewinnt vor Parthenius. Preis von SoMedia, Medien von der Südostschweiz. Ja, haben mit dem Angriff auf der letzten Gegenseite für die Vorentscheidung gesorgt. Man weiss, er kann einen Strich galoppieren. Und da ist er jetzt als Sieger. Tim Bürgin und Zambeso. Das ist der Start zum dritten Rennen der Pony-Galopp-Rennenpreis der Firma Intool AG. Noch etwa 250 Meter und da kommt hier Asian Dancer näher. Angelina Coralina, Asian Dancer an zweiter Position. Angelina Coralina zieht aber nochmal an. Asian Dancer ist auf zweiter Stelle. Angelina Coralina im Handgalopp geht die hier nach Hause mit Sally Langhart. Dann folgt Asian Dancer mit Alia Janser. Kampf um den dritten Platz, die Nummer 9, I'm Loving It, Ardis Müller vor Milo mit Bianca Fischer. Die Nummer 6, Humble Mind mit Yara Sigris. Die 5, Al Jamila mit Vanessa Birrer. Die Nummer 4, das ist Count On Me mit Leonie Wiesmann. Und Kampf noch, das wird ganz eng. Ich würde sagen, totes Rennen noch zwischen Nunbrennig Teddy mit Alina Tatjana Albert und Have Fun, Naomi Müller. Bitte Pony. Hat das Rennen gewonnen. Einmal mehr Seriensieger Bianca Fischer und Milo. Das Gummiband ist gespannt und das scheint der Start zu sein zum Preis der Gemeinde Bad Ragaz, dem vierten Rennen. Be Good etwas hinter den anderen. Das zweite Hindernis innen, Secor des Apertas. Fehler von November Rain. Secor des Apertas innen an zweiter Position. Dann folgt November Rain, Weihau und am Schluss Gold Street. Der Reiter Gabriele Agus immer noch ganz ruhig im Sattel. Dagegen ist Be Good jetzt an letzte Stelle zurückgefallen und er scheint sein Pulver bereits verschossen zu haben. Vorne geht's zur Sache und das ist noch nicht der Einlauf. Ich erinnere gerne nochmal, es geht nochmal eine Runde. Wir haben noch etwa 400 Meter bis ins Ziel mit Gold Street und Dennis Schirgen. Dennis Schirgen hat noch keinen Finger gerührt im Sattel. Um den zweiten Platz wird es nochmal spannend, denn November Rain scheint nicht mehr ganz so frisch zu sein. Aber Dennis Schirgen, der kann sich umschauen, der kann sich feiern lassen, denn Gold Street ist die erste Doppelsiegerin. Locker und leicht Gold Street. Gold Street mit Dennis Schirgen. Kampf um den zweiten Platz mit November Rain. Außen kommt Be Good nochmal richtig gut ins Rennen. Tolle Leistung von Be Good auf dem dritten Platz. Dann Weihau und die Nummer 5, Secor des Apertas, die Gaststute aus Italien, nur auf dem letzten Platz. Das ist der Start zum fünften Rennen, das Gedenkrennen für den großen Mäzen des Rennverein Mainfeld Bad Ragaz, Hans-Rudi Benz aus Sevisdorf. So kommt das Feld in die Gegenseite mit Golden Big, der die Spitze übernimmt. Golden Big, der oft aus kürzeren Distanzen im Einsatz war, heute muss er 2650 Meter stehen. Jetzt ist er wenigstens schon mal an der Spitze. An zweiter Position ist es Atlantico, dann folgt Chess mit außen Jascarpone. Dann ist Baco zur Stelle, innen lauert Soziopath, dann folgt das Duo mit innen Pino, außen Urquiro. Tim Bürgin und seine Frau Morgan Bürgin bestimmen also hier im Moment das Tempo. Dann ist innen Chess gut positioniert, gefolgt von Baco, der unter Druck kommt. Jascarpone ist da, dann folgt Pino, Urquiro außen, versucht jetzt außen aufzurücken. Dann ist Journey Flash immer noch an letzter Position.
hinter Magic Mike. Atlantico außen mit Morgan Bürgin auf dem Weg zu einer Überraschung. Fragezeichen, Urquiro kämpft. Ganz außen Journey Flash, aber vorne ist es Atlantico. Atlantico und Urquiro zusammen mit Soziopath Atlantico. Atlantico gewinnt. Gedenkrennen Hans-Rudi Benz, Sevisdorf. Ja, meine Damen und Herren, ich habe gesagt, der könnte da überraschen. Er hat seine ausgezeichnete Gewichtssituation souverän ausgenutzt zu einem wirklich hervorragenden Sieg unter dem Morgan Bürgin. Da ist der Atlantico! Drei Tribünenpassagen, etwas mehr als zwei Runden zu absolvieren. Wer erwischt den besten Start? Die Nummer 3, Wladimir Deschine. Wladimir Deschine hat die Spitze. Volpont d'Argentan ist ebenfalls gut gestartet. Hingegen der Favorit Easy Peasy Rhythm nicht gut gestartet. Der ist hier an letzter Position. Vegas Chenila kommt nicht weiter. Vorne einsam und allein. Volpont d'Argentan mit Jean-Bernard Maté auf dem zweiten Platz. Un soir fatal. Dann folgt Apollo Sun noch auf dem zweiten. Der ist das zweite Geld noch holen will, aber Volpont d'Argentan gewinnt hier locker und leicht. Volpont d'Argentan gewinnt mit Un soir fatal auf dem zweiten und Apollo Sun auf dem dritten. Vergadel wird noch vierter. Raststätte Heiland Trophy. Ja, die Bedingungen heute sind ganz nach seinem Geschmack, sie viel mehr als noch vor einer Woche. Souverän zieht er da durch und bestätigt seine hervorragende Form. Da steht darunter sein Trainer Jean-Bernard Maté, Volpont d'Argentan. Das ist der Start zum siebten Rennen, großer Preis der Graubündner Kantonalbank. Baraka de Thé und Contre tous als erstes gegen den Englischen. Contre tous und Baraka de Thé, gefolgt von Babal Shams in Rot. An letzter Position ist es Elixir de Jalousie hinter Shannon Royal. Das zweite von 22 Hindernissen der Jeninse. Das Cross-Hindernis, das auch im Jagdrennen zu absolvieren ist, mit Baraka de Thé, dann Babal Shams in Rot. Gast aus Italien springt hervorragend. Contre tous, kleines Zögern an dritter Position jetzt. Dann folgt der zweite Schimmel im Feld, Shannon Royal. Und am Schluss ist es Elixir de Jalousie. Gegen die Hürde oder über die Hürde jetzt Elixir de Jalousie hinter Shannon Royal, Contre tous, Babal Shams und Baraka de Thé. Die Jagdhürde und dann der Tribünensprung. Achtung, die Fotografen, die Pferde sind im Anmarsch. Mit Babal Shams, der sich jetzt die Spitze gesichert hat, begleitet außen von Baraka de Thé, dann Contre tous mit Shannon Royal und Elixir de Jalousie gegen den Tribünensprung mit Babal Shams in Rot, dann der Schimmel Baraka de Thé, Contre tous, Shannon Royal und Elixir de Jalousie. Babal Shams über das nächste Hindernis, den Grünwaldsprung mit Baraka de Thé an zweiter Position, dann Contre tous, Shannon Royal und Elixir de Jalousie. Wieder über die Mauerhecke beim natürlich die Jagdhürde, dann jetzt geht es wieder gegen den Tribünensprung. Das 13. Hindernis, Babal Shams, dann folgt Baraka de Thé mit Contre tous, dann Shannon Royal und Elixir de Jalousie. Die nächste Wendung geht dann von uns aus gesehen nach links, also wer jetzt links ist, hat vielleicht doch dann den Vorteil. In der Mitte der Bahn ist es Babal Shams in Rot, rechts der Schimmel Baraka de Thé, links in Weiß mit den braunen Tupfen gegen den Wassergraben Contre tous und ganz innen Jörg Langmeier mit Shannon Royal. Schauen Sie, wie er da wieder gewendet hat und ganz innen durch geht Shannon Royal mit an die Spitze. Das ist ein Teufelskerl, der weiß wirklich ganz genau, wo er wenden muss. Die Frage ist, ob Shannon Royal noch genügend Dampf hat, um da weiter zu kontern. Und jetzt ist der Favorit Baraka de Thé an letzter Stelle. Vorne ist Contre tous für den Stall Rossried. Dann rückt Babal Shams wieder auf. Elixir de Jalousie vom letzten an den
an die zweite Position. Wieder der Grünwaldsprung, kleiner Fehler von Elixir de Jalousie. Vorne Contre Tous und Elixir de Jalousie. Die beiden versuchen sich zu verabschieden. Aber der Favorit Baraka de Thé ist noch nicht geschlagen, kommt an dritte Stelle. Jetzt kommen die Sprünge davon. Contre Tous ist vorne. Contre Tous und Elixir de Jalousie. Die beiden verabschieden sich jetzt. Baraka de Thé hat Mühe. Babal Shams, der Gast aus Italien, ist geschlagen. Und auch Shannon Royal ist geschlagen. Noch zwei Hindernisse. Vorne ist Contre Tous, aber Elixir de Jalousie kommt. Baraka de Thé, der Favorit, ist geschlagen. Ein Duell zwischen Contre Tous und Elixir de Jalousie. Rechts nimmt den Schwung mit. Elixir de Jalousie geht in Front und Elixir de Jalousie wird hier nach Hause spazieren. Elixir de Jalousie und Ivan Kerki. Elixir de Jalousie. Ivan Kerki gewinnt zum zweiten Mal. Dann Contre Tous, dann Baraka de Thé, der Favorit. Dann Shannon Royal und der Gast aus Italien, Babal Shams, auf dem fünften Platz. Grosser Preis von der Graubündner Kantonalbank. Ja, meine Damen und Herren, wir haben einen wunderschönen Jagd-GP gesehen und einen weiteren Doppelsieger, Meierfelder Doppelsieger nach seinem überlegenen Sieg vor einer Woche. Jetzt auch eine Stufe höher. Sieger, da ist Ivan Kerki und Elixir de Jalousie. 60 Jahre Durchführung von Rennen in Meierfeld. Die Hälfte davon. Also 30 Jahre Tätigkeit in unserem Verein, sage ich Ihnen einen Namen, Alfons Fünz Zindel. Lieber Alfons, seit 30 Jahren Auf- und Abbau, immer dabei. Was für eine grossartige Leistung. Mir fehlen die Worte, es gibt dir so viele Superlativen. Über Imbahnchef oder Bauchef, du bist immer dabei gewesen. Du hast immer geholfen, uns den Karren zu ziehen. Ganz herzlichen Dank, Alfons. In diesem Moment setzt sich das Startfahrzeug in Bewegung, noch recht gemächlich. Das ist der Start. Mit Cordeiro, der sich die Spitze sichert, im Preis der Kreuzer AG Fleischhandel, Langwart. Der Bündner Pokal. Eine Runde noch zu absolvieren für Vigo Duverschi. Hält er dieses Tempo durch? Fragezeichen. Corleone bringt das Feld wieder etwas näher. Kleiner Fehler von Corleone. Cordeiro vor Bombastic Dumel. Bombastic Dumel wird schnell. Bombastic Dumel vor Cordeiro. Cordeiro kämpft. Bombastic Dumel geht besser. Bombastic Dumel oder Cordeiro. Bombastic Dumel mit Heiner Bracher. Bombastic Dumel gewinnt vor Cordeiro, der am Schluss etwas Mühe hatte, dann Chrisia Deam, dann der zu schnell angegangene, jedenfalls für meinen Geschmack, Vigo Duverger nur an vierter Stelle und Corleone nach dem Fehler dann aus dem Rennen. Preis von der Kreuzer AG, Fleischhandel, Langwart. Ja, vor einer Woche war er noch knapp geschlagener Zweiter. Jetzt holt er sein Sieg nach mit dem Heinebracher, Bombastic Dumel. Heinebracher ist auch Trainer von Bombastic Dumel und natürlich auch Besitzer mit Stall Bracher. Ein Cross-Country über 4800 Meter. Da steht leichte Bahn mit Zusatzschlaufe, aber leicht ist das auf keinen Fall. Ja, ich denke, das ist der Start. Zwei haben sich da nicht ganz so eilig auf den Weg gemacht. Le Sable Blanc übernimmt die Spitze gegen das erste Hindernis. Wie gesagt, zwei Baumstämme zu Beginn. Amaranthus wäre bereit, schneller zu gehen, aber sein Leiter lässt das nicht zu. Man lässt hier Jürg Langmeier mit Le Sable Blanc den Leader spielen. Jürg Langmeier, der den Parcours aus dem FF kennt. An zweiter Position ist es Raffaele Romano mit dem Gast Amaranthus. An dritter Position lauert Equa mit Raphael Link in gemächlichem Tempo mit Tigre de Beaune und André Welleck an zweitletzter Stelle und an letzter Position La Caletta mit Ivan Kerki. Es geht wieder über den Baumstamm und dann die Wendung
gegen die Jagdhürde und dann gleich die Wendung nach links von uns, von der Tribüne aus gesehen, nach rechts gegen den Holzsprung und dann der Käppeliwald mit Les Sables Blancs, innen durch Amaranthus. Der Reiter nimmt ihn jedes Mal wieder zurück gegen den Holzsprung. Les Sables Blancs, Amaranthus, dann Equa, La Caletta und Tigre de Beaune. Da hätte der Reiter auch einiges in der Hand, aber das ist alles noch viel zu früh. Der Käppeliwall jetzt vor der Tribüne, das 12. Hindernis mit Les Sables Blancs, Amaranthus, dann Equa, La Caletta und am Schluss Tigre de Beaune. Die Mauerhecke und nach links gegen die Hürde und dann wieder gegen den Englischen mit Amaranthus und Les Sables Blancs. Dann folgt Equa, La Caletta und am Schluss Tigre de Beaune. Über die Hürde mit Les Sables Blancs, Amaranthus, Equa, La Caletta und Tigre de Beaune gegen den Englischen und dann der Mauer-Tiefsprung. Mit Les Sables Blancs, Amaranthus, bei jedem Sprung eine Länge gewinnt, aber diese gleich wieder preisgibt. Dann folgt La Caletta an dritter Stelle mit Equa und am Schluss Tigre de Beaune. Mauer-Tiefsprung, von allen sauber gemeistert. Dann der Holzsprung und die Wendung nach rechts gegen den Grünen, den Grünwaldsprung. Das war früher die Juramauer, wurde entschärft. Amaranthus wieder sehr gut gesprungen. Les Sables Blancs, Amaranthus an zweiter Position, gefolgt von Equa, dann La Caletta und Tigre de Beaune. Über den Grünwaldsprung, das 18. Hindernis. In Sachen Sprüngen haben wir Halbzeit bereits überwunden. Dann wieder der Englische und nach rechts gegen die Hürde. Amaranthus an zweiter Position, Les Sables Blancs hat jetzt zwei, drei Längen Vorsprung. Equais dritter, La Caletta vierte und Tigre de Beaune. An dieser Reihenfolge hat sich länger nichts mehr geändert. Der Englische mit Les Sables Blancs, Amaranthus an zweiter Position und springt jetzt nicht mehr so flüssig, seltsamerweise. Dann ist Equais dritter, La Caletta vierte und Tigre de Beaune ist fünfter. Les Sables Blancs macht jetzt doch mehr Tempo gegen die Hürde und dann die Mauerhecke wieder vor die Tribüne über den Käppeliwald. Mit Les Sables Blancs vor Amaranthus, dann Equa hat Anschluss, eine kleine Lücke bis zu La Caletta und Tigre de Beaune ist immer noch letzter. Über den Käppeliwald die Wendung für die Reiter nach rechts. Über den Käppeliwald und dann eine der entscheidenden Passagen. Vorne Les Sables Blancs, Amaranthus, Equa, La Caletta und Tigre de Beaune. Eine der entscheidenden Passagen, Maueraufsprung und gleich die enge Wendung nach rechts gegen den Wassergraben, wieder Richtung Tribüne. Wer meistert das am besten? Oh, Amaranthus mit einer etwas weiten Wendung. Jürg Langmeier hat das hervorragend gemacht. Tigre de Beaune ist an dritter Stelle vorgestoßen. Jürg Langmeier, jetzt gibt er richtig Gas. Amaranthus folgt über den Wassergraben, dann die Wendung nach rechts für die Reiter. Tigre de Beaune auf der Verfolgung und Equa und La Caletta sind hier doch schon recht weit zurück. Amaranthus an zweiter Position, Tigre de Beaune ist noch nicht geschlagen. Noch sieben Hindernisse, die Jagdhürde, dann hoch zum Baumstamm mit Amaranthus an zweiter Position, der jetzt wieder zu Les Sables Blancs fast aufschließen kann. Tigre de Beaune, der hat noch einiges in der Hand. Das wird richtig spannend mit diesen drei. La Caletta versucht von hinten aufzuschließen. Equa scheint hier geschlagen. Les Sables Blancs vor Amaranthus und Tigre de Beaune. Sauberer Sprung von Amaranthus, aber Les Sables Blancs marschiert hier für den Moment wie aus einem Guss. Jetzt gibt er richtig Stoff hier. Das geht hier weiter zum Pappel-Einsprung, das ist das Hindernis, das Tigre de Beaune letzten Sonntag nicht passiert hat, geht jetzt problemlos. Amaranthus ist dran an Les Sables Blancs. Amaranthus geht innen heran an Les Sables Blancs. Amaranthus oder Les Sables Blancs, Tigre de Beaune ist an dritter Position. Noch zwei Hindernisse mit Les Sables Blancs außen. Amaranthus innen auf dem kürzeren Weg, aber Jürg Langmeier kann den Schwung mitnehmen und Les Sables Blancs kommt nochmal. Les Sables Blancs oder Amaranthus gegen das letzte Hindernis. Les Sables Blancs hat wieder die Spitze. Les Sables Blancs und Amaranthus. Les Sables Blancs ist vorne. Les Sables Blancs geht nach vorne. Les Sables Blancs und Amaranthus. Les Sables Blancs mit Jürg Langmeier. Les Sables Blancs. Und Jürg Langmeier gewinnen vor Amaranthus. Mit Tigre de Beaune auf dem dritten Platz. Dann La Caletta und Equa. Aber was ist das für ein Teufelskerl? Haben Sie das gesehen? Jürg Langmeier.
Grosser Preis vom Grossclub Meyerfeld. Was für ein fantastisches Rennen. Er wiederholt seinen Vorsonntagssieg mit einem Startzielsieg. Er ist ein Meister von der Renntaktik. Das ist Jürg Langmeier mit Les Sables Blancs.